schaue ich genau und sehe doch, wo das Potenzial ist. Und ich stehe doch jeden Tag, auch am Wochenende, um 4.30 Uhr auf und arbeite bis in der Nacht. Ja. Das macht Spaß und das motiviert mich und das mache ich gerne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Playlist Experten und erfolgreiche Unternehmerstories. Ich freue mich heute, Herrn Dr. Rosefit bei uns begrüßen zu dürfen, der selbst nicht nur sehr erfolgreich im Bereich Vertrieb unterwegs ist, sondern auch als Unternehmer sogar eine eigene Markenwelt aufgebaut hat. Aber das hat er nicht gelernt, das hat er nicht studiert, sondern er ist seinen Weg gegangen und den werden wir heute kennenlernen, gemeinsam teilen. Und ich darf dich, lieber Medi, ganz herzlich hier begrüßen. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Und jetzt stehe ich euch zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Ja, sehr gerne. Ich habe ja schon erfahren, dass du einen sehr langen Weg auch hinter dich gebracht hast, bis du dorthin gekommen bist, wo du heute bist. Also ich glaube, jeder fünfte Arzt in Deutschland gefühlt kennt dich oder Zahnklinik, bist du deutschlandweit bekannt und in guten Geschäftsbeziehungen unterwegs. Und das war aber nicht so, als du nach Deutschland gekommen bist, hast du, glaube ich, noch nicht mal die deutsche Sprache richtig gelernt, geschweige denn auch Wirtschaft studiert. Wie hast du deinen Erfolgsweg beschritten? Was hast du alles so erlebt? Also ich bin hier 79 nach Deutschland gekommen, ja. Ohne ein Wort Deutsch zu wissen. Ich hatte ja damals aus Umstandsgründen im Iran, bin ich ja nach Deutschland gekommen, um nach USA zu gehen, aber nach 3 Wochen habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich hier in Deutschland bleibe. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Nach 3 Monaten habe ich die Aufnahmeprüfung an der Uni bestanden und habe sozusagen in Berlin Deutsch gelernt, in Hannover habe ich meine Studienkolleg gemacht. In Oldenburg habe ich ein Jahr Biologie und Chemie studiert. Dann bin nach Berlin gekommen, habe mit dem Chemiestudium angefangen. Parallel habe ich extern Medizin studieren wollen. Ging es aber nicht, weil ich doch immer die ganze Zeit mein Leben auch nebenbei bestreiten musste und musste arbeiten. Und dann habe ich an der Freien Universität Berlin Chemie studiert, angefangen zu promovieren. Ich habe 91 oder 92 war das, habe ich die Promotion fertig gemacht. Danach hatte ich angefangen, habe auch mal ein Thema gehabt, wollte doch habilitieren. Und dadurch, dass die Stelle nicht mehr ausgeschrieben wurde, aufgrund der Wiedervereinigung, dann bin ich durch die Empfehlung eines Bekannten, der damals bei mir in der Arbeitsgruppe seine Diplomarbeit gemacht hat, bin ich zu der Pharmaindustrie gekommen. Und so war es doch eigentlich der Weg, wie ich da überhaupt zum Vertrieb kam. Ich habe ja damals absolut keine Ahnung gehabt. Ich kam ja von der Uni, ich habe kaum Erfahrung gehabt. Aber das hat am Anfang, also Spaß würde ich nicht sagen, das hatte doch seine Schwierigkeiten gehabt. Hm. Aber sage ich doch, der Kontakt mit den Menschen, das hat mich doch immer wieder imponiert. Und nach kurzer Zeit habe ich die Firma gewechselt, bin ich zu einer anderen Firma gekommen und war ja zuständig für den direkten Verkauf bei den Sanitätshäusern. Und ich musste Berlin und die ganzen Bundesländer betreuen. Und so hat sozusagen der Weg angefangen und irgendwann habe ich die Entscheidung zwischendurch getroffen, wenn ich im Außendienst bin und ich immer wieder das Gleiche tue, dann bin ich immer eins von den wie die anderen und das hat mich doch so ein bisschen dazu motiviert, dass ich irgendwann versuche,
meinen eigenen Weg zu gehen und habe mich entschieden, mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und das hat mir zum Glück gelungen. Und jetzt kann ich mit Stolz sagen, dass ich eine Marke hier in Deutschland im Gesundheitswesen etabliert habe. Ich habe enorme Kontakte, nicht nur zu den Ärzten, sondern zu allen Akteuren im Gesundheitswesen, ob Sanitätshäusern, ob Apotheken, ob Physiotherapeuten, ob Herstellern. Und so schaue ich, nachdem ich weiß, wie man es ein Unternehmen, wie man ein Unternehmen gründet, schaue ich genau, weil ich doch die Strukturen sehr gut kenne, schaue ich genau und sehe doch, wo das Potenzial ist, dann bilde ich mal ein Unternehmen, bringe ich doch so ein bisschen nach oben und versuche, so einen Kooperationspartner reinzubringen und gebe ich das her. Das heißt, am Ende ist das Unternehmen, trägt doch meinen Namen, aber ich bin ja nicht mehr der Inhaber, sondern ein anderer hatte doch. Ja, und wie gesagt, alle meine Aktivitäten beschränken sich doch im Gesundheitswesen. Also was anderes mache ich ja gar nicht. Klingt ja nach dem perfekten Partner für ein junges Unternehmen oder ein Startup, was genau in die Branche rein will. Du bringst ja die entsprechenden Erfahrungen und Kontakte mit. Und daraus ist ja eine ganz bunte Markenwelt entstanden in der Gesundheitsbranche. Wie viele Marken oder Unternehmen hast du dann oder bist du daran beteiligt? Ungefähr. Also ich habe insgesamt 16 Unternehmen 16, aufgebaut und bald wird es doch auch mal der 17. Werden, wahrscheinlich so in nächster Woche oder so. Das wird ja im Dr. Rosefeld Medizintechnik in Chemnitz gegründet. Ja. Und ja, so geht es doch immer wieder weiter. Vielleicht irgendwann beschäftige ich mich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber das macht Spaß und das motiviert mich und das mache ich gerne. Jetzt hast du ja einen eher naturwissenschaftlichen Hintergrund, also Chemie studiert. Ich habe Chemie studiert. Chemie studiert, genau. Und bist dann auch ins Angestelltenverhältnis eines Pharmaunternehmens gekommen und jetzt bist du Unternehmer. Und so wie ich dich kennengelernt habe, auch sehr guter Vertriebler, triffst dich mit vielen Menschen, stehst in Kontakt wahrscheinlich mit Tausenden von Ärzten und Multiplikatoren und Geschäftspartnern. Woher hast du denn Wissen bekommen, dass du mit diesem, sag mal, Hintergrund, der eher nicht betriebswirtschaftlich ausgelegt ist, trotzdem erfolgreich in den Markt mehrfach getreten bist? Also ich habe ja am Anfang habe ich ja festgestellt, wenn du zu irgendeinem Arzt gehst oder zu irgendeinem Geschäftspartner oder halt Sanitätshaus oder Apotheken, wenn du es versuchst, sage ich, das Produkt im Mittelpunkt zu stellen und versuchen darüber zu erklären, da hast du kaum Chancen, weil die Konkurrenz ist einfach zu groß und da bist du doch immer austauschbar, ja, sowohl preislich als auch von der Wirkung her. Ja. Und ich habe versucht, so vom Anfang an viel zu hören. Also ich war doch immer ein guter Zuhörer. Ja. Und ich habe ja immer wieder rausgefunden, wo eigentlich das Problem für dieses Unternehmen oder die Apotheke oder was weiß ich, Sanitätshaus oder die Arztpraxis sein kann. Ja. Und genau da habe ich angesetzt. Das heißt, also ich versuche es doch wirklich so lösungsorientiert, soweit es geht, bei den Partnern anzukommen. Und das gelingt mir. Also bis jetzt hat es doch geklappt. Also ich habe ich weiß es nicht wie, aber ob ich doch autodidaktisch, das kann ich nicht sagen, aber ich habe eine Begabung, die Menschen zu binden, Brücken aufzubauen und ich bin doch immer der Verfechter dieses Satzes von Albert Schweitzer, der einmal gesagt hat, das Glück ist das Einzige, wenn du es teilst, wird es doch viel größer.
Insoweit versuche ich doch immer wieder zu teilen. Das ist, glaube ich, das Rezept dafür, dass ich so viele Kontakte habe. Und eins muss ich mal sagen, also die Kontakte zu haben, ist zwar notwendig, aber das ist ja nicht ausreichend. Ja. Man muss sie pflegen und da musst du doch immer präsent sein. Und das mache ich ja. Ich habe ja alleine auf meinem Handy fast 11.000 Kontakte, davon wahrscheinlich 95%, sage ich so, Geschäftspartner, ja, die ja auch über die Jahre sich zu einem guten, zu einer guten Freundschaft entwickelt haben. Ja. Und so läuft es. Ja, verstehe. Das bedeutet ja, dass ja diese Frage, die sich viele stellen, wie muss ich als Persönlichkeit sein, um erfolgreich zu sein, gar nicht so der Extrovertierte, der alle vollquatscht über das tolle Produkt, derjenige ist, der das Rennen macht, sondern eher der auch ein bisschen sich selbst zurücknehmen kann, zuhört, hinterfragt, also um das Problem dann herauszufinden. Was würdest du sagen? Weißt du, ich habe ja mal eine Philosophie in meinem Leben. Ich sage es doch immer wieder, wenn es dir gut geht, dann geht es mir gut. Also anderes kann ja nicht funktionieren. Und insoweit versuche ich, mich daran zu halten. Und ich denke, so in einem in einer Geschäftspartnerschaft, das muss natürlich auch Vertrauen da sein. Aber wer heutzutage der Meinung ist, dass er doch hingeht und mit einem Schlag, sage ich, das größte Geschäft machen kann, der wird sich doch völlig. Also die Prozesse sind enorm wichtig. Ja, ich meine, dir brauche ich das gar nicht zu sagen, aber sagen wir so, der Gehirn der Menschen, sage ich, die meisten Menschen, egal wo man sich aufhält, funktioniert auf Input-Output. Ja, die wollen einsetzen und wollen noch das Ergebnis sehen. Und in der Regel denken die Leute gar nicht mal an die Prozesse. Ja, bei manchen gibt es ja überhaupt keine Input. Die gucken doch nur Output, wo das Ergebnis ist. Und ich setze doch viel in den Prozessen. Also ich bin schon mal daran gewohnt, die Leute zu begleiten. Und ich glaube, diese Begleitung, das ist doch der Schlüssel zu dem, was ich erreicht habe. Also ja, das ist tatsächlich so, wo sich viele Unternehmergründe erst sehr spät mit auseinandersetzen, wie der Prozess von Punkt A, B ist, also vom Input zum Output. Und du begleitest Menschen ja nicht nur bei der Prozesserstellung, wie ich raushöre, sondern auch dabei, das umzusetzen, dass sie ihr gewünschtes Ergebnis dann auch erzielen. Ja. Jetzt ist es ja so, wichtig, ja. Ja, jetzt ist es ja so, dass viele Menschen, die sich selbstständig machen wollen oder ganz am Anfang stehen ihrer Unternehmerkarriere, ja auch noch viele Ängste haben vor Risiken, die kommen, oder vor Fehlschläge, Misserfolge. Das Leben eines Unternehmers ist ja nicht nur von Erfolgen gekennzeichnet, sondern auch von Misserfolgen. Was hast du denn so erlebt und wie hast du es erlebt? Und würdest du sagen, also hättest du das vorher gewusst, hättest du es nicht gemacht, oder wie siehst du das heute? Es gibt einen schönen Satz von Van Gogh, der sagt, was wäre der Mensch, wenn er nicht wagt, etwas zu riskieren. Das heißt, wenn jeder das tut, was er kann, dann wird ja keine Veränderungen kommen. Also die ganze Errungenschaften, was wir doch heutzutage sehen, hat es doch damit zu tun, dass eine oder ein Team oder viele sich entschlossen haben, über ihre Grenzen zu gehen und gucken. Natürlich gibt es doch Risiko und es gibt doch auch Niederlagen. Wichtig ist, wenn man 10-mal fällt, 11-mal aufzustehen. Ein anderes Rezept kenne ich ja gar nicht. Ja. Ich denke, wenn man Visionen hat, ja, muss man es halt nachgehen. Wenn man sagt, okay, ich habe ja keine Lust, ich will doch eine geregelte Arbeitszeit, ich will so um 9 Uhr anfangen und um 16 Uhr zu Hause sein. Also für diesen Menschen, das empfehle ich nicht. Aber wenn man sagt, okay, ich bin immer bereit, ob frühmorgen, ob am Abend oder in der Nacht oder so, immer,
Also das heißt Selbstständigkeit selbst und ständig. Das muss man ja immer wieder, immer wieder so im Kopf haben. Ja, Risiko gibt es immer, aber ich meine, ohne Risiko gibt es ja auch nicht, ja. Ohne Fleiß kein Fleiß, mein Lieber. Sehr schön. Jetzt ist es ja so, du hast ja auch einige Projekte nicht alleine aufgebaut, sondern auch mit Geschäftspartner. Was würdest du aus deinen Erfahrungen heraus bei der Auswahl des richtigen Geschäftspartners als Tipp geben? Worauf sollte man genau achten? Weil es ja doch schon fast wie so eine Ehe ist, wenn man sich einen Geschäftspartner als Gesellschaft reinholt. Letzte Woche war ich doch mal halt irgendwo außerhalb Berlin und habe doch mal mit ein paar Ärzten gesprochen und habe ja die Frage in Raum gestellt und habe ja gesagt, okay Mensch, jeder versucht es doch irgendetwas zu machen. Jeder, ob Arzt, ob Taxifahrer, ob Ingenieur, ob Lehrer. Und ich gehe davon aus, dass jeder versucht, das Beste daraus zu machen. Ja. Denn ansonsten tickt ja nicht so richtig. Aber warum sind doch welche erfolgreich? Und warum welche nicht? Ich denke, das ist meine Antwort, also für mich selber. Ich sage es, wenn man es lernt, die Kräfte zu bündeln, dann kann man erfolgreich sein. Also heutzutage, wenn einer der Meinung ist, der kann es alles alleine schaffen, dann hat er doch echt einen Dachschaden. Das geht doch gar nicht. Man muss es doch mal für sich, die Leute, gewinnen, auch wenn es doch manchmal Enttäuschungen aufkommen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass man diesen Weg geht. Es geht nur gemeinsam, nur gemeinsam. Weil Ideen kann man es doch mal halt, ja. Viele haben, ja. Viele haben, und wenn die da mal sich zusammenbündeln, dann kann ja nur gut gehen. Hast du ein Beispiel für das Kräftebündeln aus deiner Praxis, wo du sagst, da ist es gut gelungen oder das hat funktioniert? Ich habe ja mal ein Unternehmen aufgebaut mit einem Bekannten. Also ich meine, ich habe ja keine Ahnung über die Technik, bin ja auch nicht begabt wahrscheinlich so in der Richtung. Aber ich dachte, okay, ich habe ja mal so viele Kontakte zu den Ärzten und ich mache eine Schiene Web- und Media-Service, Dr. Rosefied Web- und Media-Service. Ja. Und habe über diese Idee mit einem gesprochen und habe ja gesagt, okay, wenn du das willst, kannst du das machen. Und ich sehe natürlich, ja, dass das auch mal in der Richtung viel Mitbewerber gibt und viele sind doch auf dem Markt. Und dann hatte ich ja gesagt, okay, versucht ihr doch mal für euch Partner zu suchen, indem man es doch zum Beispiel, ja, jemanden, der doch parallel fotografiert oder einer, der doch Interviews tut oder was weiß ich. Also das heißt, wenn du doch so verschiedene Positionen in einem Unternehmen zusammenbringst, dann hast du so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das heißt, dann hast du schon auf jede Frage vielleicht eine Antwort. Und so läuft es. Das heißt also, man muss, so wenn man diesen Weg geht, den Weg der Selbstständigkeit, wir sagen, okay, ich habe jetzt doch zum Beispiel eine Firma oder einen Laden oder was weiß ich, jetzt habe ich die ganzen Voraussetzungen und dann kann ja gut gehen. Nein, man muss es doch auch trotzdem in seinen Rahmen und Möglichkeiten versuchen, es doch immer wieder die Prozesse zu optimieren. Und Optimierung bedeutet für mich, dass man halt immer wieder neue Ideen reinbringt und versucht, es doch immer up to date sein. Also man muss immer, sonst funktioniert es nicht. Jetzt habe ich mal die Frage, wenn angenommen, du würdest alles, was du jetzt bisher in Unternehmung hast, komplett verlieren, es wäre alles weg und du würdest neu starten. Was würdest du heute anders machen, als du bei deiner ersten Gründung gemacht hast? Also ich würde wahrscheinlich, dadurch, dass ich jetzt mehr Erfahrungen habe, werde ich wahrscheinlich die Zeit
etwas verkürzen, weil ich bin ja seit fast 43 Jahren hier in Deutschland und du wirst es doch nicht glauben, ich stehe doch jeden Tag, auch am Wochenende um 4.30 Uhr auf und arbeite bis in der Nacht, ja. Vielleicht werde ich doch ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen oder auch ein bisschen Zeit sparen, aber den Weg, da musst du doch gehen. Es gibt ja, wenn du doch mal eine Idee hast, dann musst du irgendwann anfangen und so lange laufen, bis doch die Idee zum Ziel gebracht ist. Ja. Ja. Also man muss sich doch warm laufen, man muss aber nicht aufgeben. Das ist der zweite Punkt, also warm laufen, nicht aufgeben, an sich glauben, aber auch an den Menschen glauben und immer wieder versuchen und nicht von Niederlagen Angst haben. Ja. Weil wenn du Angst hast, dann stirbst du doch immer zweimal. Man muss nicht Angst haben. Also man muss doch immer mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, also in Deutschland ist ja alles nicht so einfach. Ja, also da hast du doch enorme Verwaltung. Ja, viele haben Angst, glaube ich. Ja, viele sagen, okay, in einer Einstellung habe ich ein ruhiges Leben. Dann schaffe ich doch alles zu machen. Ja. Ich denke, man muss auch parallel versuchen, es doch auch immer wieder sich weiter zu entwickeln, zu bilden. Ich habe ja, ich weiß ja ganz genau, bestimmt war es doch vor ungefähr 12, 13 Jahren, wo ich doch mal den Eindruck hatte, ich kann doch meine Zeit nicht so richtig ausnutzen. Ja. Dann habe ich ja bei dir, glaube ich, damals, ja, bei dir habe ich doch mal dieses Zeitmanagement gemacht und das hat mir doch unglaublich geholfen. Ich habe ja immer noch die ganzen Akten hier vor mir auf meinem Schreibtisch und ja, arbeite ich doch extrem danach und das hilft mir unglaublich. Ja, ich wusste ja gar nicht, wie ich doch mal halt so die ganze Papier da mal sortiere. Das war ja furchtbar gewesen, ja. Das ist auch eine gute Überleitung zur Frage für auch Unternehmer und Gründer. Welchen Stellenwert nehmen Coaches und Berater rein? Würdest du das empfehlen, einem neuen Gründerunternehmer? Ganz, ganz wichtig. Also alleine, was ich da alles von dir gelernt habe, also ich gebe doch immer an mit dir. Also echt, das ist schon Wahnsinn. Nein, man muss es sagen. Ich gucke doch, ich habe ja auch mal viele, glaube ich, Seminare alleine bei dir gemacht. Dann habe ich Rhetorikkurs gemacht, ja, wie man es doch am besten sich aussprechen kann, reden kann. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich sage es doch, wenn du sozusagen die Möglichkeit findest, vor einem zu sitzen, das ist so wie ein Soldat, der doch nur mal ein einziger Munition, ja, hat, das muss doch sitzen. Das heißt, wenn man nicht lernt, wie man zur Sache kommt, ja, da bringt es doch gar nicht. Ja, es sind ja so viele Leute, die da 2-3 Stunden sich miteinander unterhalten, aber am Ende, da bist du genauso schlau wie vorher. Ja, da weißt du doch gar nicht, was er doch wollte und was er sagen will. Also diese Punktgenauigkeit in der Aussprache, das ist enorm wichtig, aber das kannst du doch nicht selber lernen. Das musst du doch mal halt von irgendwo holen. Es gibt so Experten. Nicht umsonst sagt man ja Berater. Ja. Jetzt ist ja so, du hast ja einen großen Einblick in verschiedene Unternehmen, von der kleinen, sag mal, Praxis über die Sanitätshäuser bis große Kliniken und Pharmaindustrieunternehmen. Wo würdest du dann sagen, wo geht denn der Trend in die Zukunft hin oder wo werden neue Märkte entstehen? Wo sind Geschäftsgelegenheiten? Also ich glaube, zwei Faktoren spielen doch eine unglaublich große Rolle. Das ist die demografische Entwicklung und das Bewusstsein der Menschen, für ihre Gesundheit mehr zu tun. Das sind zwei große Faktoren. Also das, was wir, sage ich so, in letzter Zeit erreicht haben im Rahmen der Gesundheitswesen, das ist wahrscheinlich 10% dessen, was wir überhaupt erreichen können. Und wenn wir lernen, vom Kopf her mehr in die Tiefe zu gehen
und nicht immer an der Oberfläche, dann können wir doch mehr Potenzial rausholen. Also es gibt viele Möglichkeiten alleine, ja, in Sachen Health, also Nahrungsergänzungsmittel, Wohlbefinden, also es gibt so viele Möglichkeiten, was man nutzen kann, ja. Also nicht nur mal, dass man das Potenzial und die Möglichkeit hat, vertrieblich erfolgreich zu sein, sondern es ist ein enormes Potenzial, auch sich auch diesen Beruf zu lernen. Also wenn ich doch denke, wie viel, sage ich, Schwester in den Krankenhäusern gesucht werden oder Arzthelferin in den Praxen oder auch mal bei den Sanitätshäusern, Sanitätshausfachfrau oder was weiß ich, Bandagisten, Orthopädie-Mechaniker oder Orthopädie-Mechaniker-Meister. Es ist unglaublich viel Bedarf, Bedarf, und ich denke, wenn man es will, da kann man es auch im Gesundheitswesen unglaublich viel machen und viel erreichen. Jetzt ist es ja so, dass du auch in der Zeit schon gearbeitet hast, tätig warst beruflich vor dem Internet, bevor der Webshop und die gesamten Verkaufsplattformen an den Markt getreten sind. Wie hast du denn diese Veränderungen erlebt und wie siehst du da die weiteren Entwicklungen? Also es ist, sage ich doch, diese Entwicklung ist zwar interessant und gut, weil man ja eine gewisse Erleichterung in seine Arbeit reinbringen kann. Ja, aber ich denke, im Vertrieb, das, was ich tue, der Mensch ist nicht ersetzbar. Das heißt, ich habe ja immer die Gewohnheit, persönlich da aufzutreten. Ja. Ist zwar schwierig, ja, ich setze mich doch im Zug und bin doch mal um 9.30 Uhr aus Berlin aus, bin ich in Köln oder was weiß ich, um 11 Uhr in München. Ja. Also ich habe die Gewohnheit, persönlich immer da präsent zu sein, weil das ist immer ein anderer Eindruck, wenn face-to-face man miteinander redet. Aber natürlich doch die ganze Media, die Möglichkeiten, was es gibt, da kann man es doch nutzen. Also Corona hat es ja gezeigt, wie man es doch von zu Hause aus auch vieles erreichen kann und umsetzen kann. Ja. Ja. Und hat es deine Arbeitsweise jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert? Also du setzt ja weiterhin auch persönliche Beziehungen, aber wie nutzt du dann auch die sozialen Medien? Oder? Sehr viel, ja. Also alleine, was ich da mal über WhatsApp umsetze oder E-Mail sind schon unglaublich, aber das ist zeitberaubend, ja. Ja. Also ich habe ja jeden Tag so viele E-Mails, die ich doch zu lesen habe oder auch WhatsApp, aber das mache ich. Ja. Also gerade die WhatsApp, das ist ja für mich so wichtig. Ja. Und versuche doch, bevor ich nicht alles bearbeitet habe und geantwortet habe, gehe ich ja gar nicht ins Bett. Jetzt ist es ja so, dass du ja nicht nur erfolgreich Unternehmen aufgebaut hast, sondern du hast ja auch eine Familie gegründet, du hast zwei eigene Kinder, glaube ich, ein adoptiertes sogar und eine glückliche Beziehung. Wie hast du denn das unter einen Hut bekommen? Also so mit der Familie, sage ich doch, ohne meine Frau hätte ich mit Sicherheit nicht geschafft, weil ich hatte echt kaum Zeit gehabt, also zu Hause was zu machen. Ja, aber letztendlich bin ich total glücklich, weil wir gemeinsam, und das ist ja auch mal ein Beispiel dafür, dass man es auch mal die Angelegenheiten der Familie auch nur gemeinsam lösen kann. Ja, ja, also ich habe ja zwei Söhne, die haben, also eine ist Zahnarzt, arbeitet doch in Schweiz, der andere studiert Medizin und meine Tochter, die arbeitet in einer Arztpraxis, in einer orthopädischen Arztpraxis und bin total stolz auf die drei. Ja. Aber vor allem auf meine Frau. Das ist schön, dass du das alles unter einem Hut bekommst. Jetzt ist nämlich die Frage, welche Tipps allgemein würdest du jetzt für unsere Zuschauer geben, die sagen, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich will an den Markt treten. Ist es eine gute Zeit überhaupt, sich selbstständig zu machen? Und wenn ja, was gilt es deiner Meinung nach so als Kernprinzipien zu beachten? Daniel, ich bin ja immer ein Verfechter der Zitate. Ja. Ich sage es, man muss es doch immer Unmögliches denken, damit man das Mögliche tun kann. Mhm.
Mut, man muss doch nur Mut haben, keine Angst, es passiert gar nichts. Man muss natürlich doch im Vorfeld überlegen, Ja. was es am besten für ihn Ja. zu machen wäre. Ja. Ja. Also wenn ich doch zum Beispiel keine Lust oder kein Interesse habe, da mal im Gesundheitswesen zu arbeiten, dann brauche ich ja nicht. Aber Selbstständigkeit muss man Mut haben, man muss keine Angst haben, man muss mit dem Bewusstsein den Weg gehen, dass es auch schief gehen kann. Ja. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, ob in Deutschland, in Amerika, überall wo, dass, sage ich doch, die erfolgreichen Leute immer von den Niederlagen herausgekommen sind. Ja, ob man sind tausende Beispiele, ich will ja jetzt keine Namen nennen, aber sie sind ja auch pleite gegangen und trotzdem haben sie das geschafft. Ja. Ja, man muss es doch mal an seine Idee glauben und daran festhalten. Ja, es ist nicht leicht. Ja, wenn es alles leicht wäre, würden ja alle schaffen. Ja. Ja. Wenn es alles leicht wäre, dann würde doch keine Arbeitslose geben, keinen Krieg geben, keine Armut geben. Ja. Ja, es ist nicht leicht, aber man muss daran glauben, am Ball bleiben, versuchen es doch, die Kräfte zu bündeln, sich aussprechen mit den Menschen, die gleiche Wellenlänge haben. Also ich bin mir sicher, dass jeder mal bei über 8 Milliarden Menschen, jeder findet ein paar Leute, mit denen man gut kommunizieren kann und reden kann. Ja, es ist eine Teamarbeit. Vertrieb ist eine Teamarbeit. Das Prinzip, dass wir als Menschen auf Ergänzungen ausgelegt sind und einander dort tatsächlich brauchen im Team, ganz wichtiger Hinweis. Jetzt arbeiten wir ja auch schon ein bisschen im Team oder zusammen. Wir kennen schon viele Jahre. Was würdest du dann sagen für jemanden, der die X-Group gar nicht kennt, wofür sie steht oder welchen Nutzen wir bringen, wenn jemand sich selbstständig macht? Oder? Also du wirst ja zeitlich nicht schaffen, sage ich doch, die ganze Menschheit kennenzulernen. Aber ich sage es doch, wer dich nicht kennt, dann hat er schon echt was verloren. Also ich habe viel von dir gelernt und ich bin stolz auf dich und ich würde es doch mal jedem empfehlen, dass man halt aufsucht, diese X-Group. Es werden ja Seminare angeboten, es werden Kurse angeboten. Da kann man ja nur lernen. Also alleine, wir sind glaube ich jetzt fast seit, wir kennen uns schon seit fast über 20 Jahren, da bin ich so ungefähr, ja. Also ich kenne ja auch deinen Weg. Du hast es doch auch nicht immer leicht gehabt, aber trotzdem hast du an dich geglaubt und jetzt stehst du da und hast du schon vieles erreicht. Vielen Dank. Jetzt gibt es ja bei dir viele Unternehmen, viele Leistungen, die du anbietest. Ja. Und für unsere Zuschauer, die fast alle ja Jungunternehmer oder auch Gründer sind, was würdest du empfehlen, wo die einen Nutzen auch haben können für ihre Selbstständigkeit? Oder wo du Geschäftspartner suchst oder Multiplikatoren suchst oder Online-Händler suchst, die dann mit dir in Kontakt treten können? Also wenn es doch Interesse da ist, die können sich jederzeit bei mir melden. Aber ich könnte doch natürlich auch von den Firmen mal ein paar Internetadresse geben. Ja. Da kann man es doch mal halt teilen. Ja. Absolut kein Problem. Aber bei manchen Unternehmen landen sie nicht bei mir. Ja. Das war mein Name. Ja. Aber dann haben sie doch einen anderen Ansprechpartner. Ja. Aber ja, das kann ich doch mal halt euch geben. Ja. Gut. Das heißt also, direkt unter dem Video werden wir einige Links jetzt setzen von den Unternehmen. Und vielleicht gibt es ja auch für dich dann Gedanken, Ideen für Zusammenarbeit, für Kooperationen oder gemeinsame Projekte. Und gibt es noch etwas, was du persönlich gerade aktuell noch suchst oder wo du sagst? Also ich kann ja nur mal sagen, wer wirklich sich selbstständig machen möchte, und zwar halt Richtung Gesundheitswesen, da bin ich bereit, mit ihm mich hinzusetzen und mit ihm darüber zu reden, was man so machen kann. Ich habe bestimmt viele Ideen, vielleicht hilft es, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen, der doch so einen Überblick im Gesundheitswesen hat wie ich. Also ich bin ja bundesweit, ja manchmal auch europaweit unterwegs. Insoweit
Das lohnt sich, wenn man es doch einmal versucht. Und wenn ich helfen kann und unterstützen kann, gerne. Vielen Dank für das Angebot. Das ist ja super wertvoll, eigentlich mit Geld gar nicht zu bezahlen, weil das natürlich dann deine Branchenerfahrung seit fast 40 Jahren beinhaltet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass du heute hier warst, dein Wissen, deine Erfahrungen und deine Tipps geteilt hast. Und wenn du mehr wissen möchtest zu den Firmen von Dr. Mehdi Rosefit, dann findest du unter dem Video dann die entsprechenden Links. Wenn du eine Anfrage hast, direkt an uns oder auch an Dr. Rosefit, dann kannst du auch den Link für ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Und gerne freuen wir uns jetzt über dein Like, über deine Weiterempfehlung. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann wirst du auch weiterhin informiert, wenn wir das nächste Video hier in dieser Playlist veröffentlichen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du da warst. Ich danke euch auch und vielen Dank für die Möglichkeit.